dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Vorlauf zum Spiel von TSG 1899 Sportfans 2 am Sonntag. Da an der Stelle der Hinweis, am Sonntag ist Muttertag, bitte nicht vergessen. Ansonsten sind Spieler auf 15:0 gewonnen am 1. November letzten Jahres. Aber eines unserer wirklich guten Spiele. TSG Hoffenheim hat jetzt die letzten zwei Spiele verloren, gegen Freiburg 2-0, 3-1 und zu Hause gegen den SV Frankfurt 4-0. Dann geht Dirk dir natürlich zunächst das Wort, Einschätzung, Situation Verletzte bei uns und Ausblick fürs Spiel. Verletzte ist so, dass der Joe, der Dauschi und Markus Münter ausfallen werden. Ansonsten sind alle einsatzbereit. Ja, zu Hoffenheim, ich glaube, grundsätzlich immer wieder die gleichen Dinge bei U23-Mannschaften, top ausgebildete Mannschaft, gute Spieler drin. Was halt auffällt im Moment, wir haben uns jetzt mit den letzten Spielen beschäftigt und ja, eigentlich ist es nicht zu erkennen. Und das macht es irgendwo im Moment aus. Eine Mannschaft, die komplett immer wieder durchgewürfelt wird, immer wieder mit Spielern auch aus der U19. Da sind nicht mal zwei Spiele hintereinander, wo die gleiche Aufstellung bzw. auch die gleiche Grundausrichtung vorhanden ist. Dementsprechend müssen wir uns um unsere Dinge kümmern und unsere Tugenden da einwerfen und auf uns konzentrieren. Das wollen wir machen und dann hoffe ich einfach, dass wir diesen Schwung, den wir letzte Woche mit dem Spiel gegen Ulm aufgenommen haben, dass wir den jetzt fortführen können, um dann letztendlich auch mit einem guten Selbstvertrauen, mit einem guten Gefühl dann auch ins Pokalfinale kommen. Das wird unsere Aufgabe jetzt sein, dort weiterzumachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Vielen Dank für die Einschätzung. Dann Lukas, erster Doppel-Einsatz in der Liga, letzte Woche gewonnen, gutes Spiel gemacht. Wie hat es sich angefühlt? Ja, also ich sage, es hat sich super angefühlt. Ich habe immer weiter Gas gegeben, auch wenn es mit den Einsätzen nicht so geklappt hat. Dann habe ich meine Chance bekommen, habe meine Leistung komplett abgerufen, habe alles gegeben und hat sich einfach super angefühlt, vor den Fans zu spielen, für die Mannschaft zu spielen. War einfach ein super Gefühl, das erste Spiel nach der Startelf zu stellen. Sehr schön. Wie siehst du die TSG? Ja, die TSG, das ist eine sehr junge Mannschaft, eine gute Mannschaft. Ich denke, die Spieler haben auf jeden Fall alle Qualität. Gerade die jungen Spieler wollen sich zeigen, wollen sich anbieten, für oben mitzuspielen. Und ich denke, von daher ist es schon ein schweres Spiel, aber wenn wir die Leistung so abrufen wie gegen Ulm, dann wird auch das gut. Vielen Dank. Fragen von eurer Seite. Weswegen fällt Könntler aus? Der hat nach wie vor Achillessehnenprobleme, immer noch die Reizung drin und da wollen wir jetzt keinen neuen Reiz setzen. Deswegen haben wir gesagt, lassen wir ihn den Rest der Woche jetzt auch noch draußen, um dann hoffentlich nächste Woche wieder ins Training einsteigen zu können. Gilt auch für Joe und Dauschi? Ja, Joe. Joe Dauschi hat immer noch Probleme in der Wade. So eine kleine Einblutung, aber die wandert auch so ein bisschen. Und wirklich so richtig greifbar ist es auch nicht, aber es sorgt halt dafür, dass es weiterhin schmerzhaft ist. Am Gehen merkt er nichts. Und sobald er anfängt zu laufen, so war wieder der Schmerz da. Joe ist im Aufbautraining und wird dann, denke ich mal, auch nächste Woche wieder dazu schicken können. Weitere Fragen? Und tschüss. Vielen Dank. Dann gutes Spiel am Sonntag. Dann schönes Wochenende schon mal.